Ich bin der Schreckensgott Zygaxis. Gebt meinem körperlichen Gefäß hier das schattengeborene Grimoire. Oder ich werde die Mächte der tiefen Finsternis ohne jegliches Licht herbeirufen. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zurück zu Tiny Tina Wonderland. Mit der Chaotentruppe, den Opelix, den Sir Rotberat und die Bloody Valentine. Und natürlich bin ich auch dabei. Hey, du bist auch dabei. Cool. Ich bin auch dabei. Hello. Wunderbar. Wir machen irgendwas Metaliges, habe ich gehört, ne? Ja, wir sollten uns ja hier nach Pachthof begeben. Das haben wir jetzt einfach in der Zwischenzeit schon mal ganz frech gemacht. Und jetzt wartet Zygaxis auf uns. Der will, dass wir Dinge tun. Das Buch besorgen, genau, für seinen wahren Namen. Zygaxis! Dämonische Dinge! Du hast meinen Wirtskörper getötet. Also wirst du mir helfen, einen neuen zu finden. Hör zu. In den Katakomben unterhalb der Stadt trifft sich ein Hexenzirkel. Sie Hexen zu nennen, ist sehr großzügig. Eigentlich sind es vielmehr gelangweilte Hausmänner und Frauen. Sie versuchen ständig, Dämonen zu beschwören und scheitern dabei. Dennoch haben sie das schattengeborene Grimoire in ihrem Besitz. Du musst es zurückholen. Okay, gut. Wie mache ich das? Wie du vielleicht bemerkt hast, ist da ein verdammt großes Tor im Weg. Öffne es. Sesam, öffne dich. Geht nicht. Abgeschlossen. Klingeln? Klingeln. Mach mal. Wusstest du das schon im Vorfeld? Ja, das stimmt. Hör zu, ich kann das Ding öffnen. Aber ich muss meine Kräfte durch einen Wirtskörper kanalisieren. Also durch dich. Aber dafür bist du ein wenig zu rein. Ich könnte dich nicht übernehmen, selbst wenn ich das wollte. Was ich nicht will. Gute Menschen sind eklig. Also muss deine Seele beschmutzt werden. Tu was Böses. Du könntest die Bewohner der Stadt um ihr Geld betrügen. Das wird lustig. Oh, das klingt falsch. Können wir nicht was weniger Böses tun, wie, uns vordrängeln? Zygaxis denkt über deinen dämlichen Vorschlag nach. Ah, na schön. Das ist ein bisschen böse. Um das mal klarzustellen, wir tun böse Dinge auf Geheiß eines Dämons? Das ist sehr uncharakteristisch. Komm schon, Fred. Hab mal Spaß. Ihr wolltet doch die Belohnung, oder? Dann... macht mit! Okay, aber ich ändere dafür nicht die Ausrichtung meines Charakters. Das wird ein Mulligan. Was zum Henker ist ein Mulligan? Genau. Ist das ein Zauber, den ich nicht kenne oder sowas? Nein, das ist... ach, egal. Okay, wir dürfen? Ja, wir dürfen. Wir dürfen. Vordringeln! Okay, ich wollte gerade fragen, was wollen wir denn machen? Aber vordringeln, alles klar. Hier ist das Vordringeln, guck mal. Oh! Oh, wir sind jetzt frech. Geh weg! Hier, mein Platz. So. Hey, was zur Hölle? Für wen hältst du dich? Wir haben hier alle gewartet, du Kacke-Farmer. Hey. Das war ziemlich zahm für etwas Böses. Aber du hast die Stadtbewohner wütend gemacht, also lass ich es gelten. Niemand wusste, dass diese eine unfassbare Unhöflichkeit eine Frau namens Henrietta letztendlich in den Wahnsinn trieb. Sie hat jetzt 13 Katzen und aus irgendeinem Grund eine Ziege und riecht ständig nach Pipi. Oh nein. Als nächstes musst du mein dämonisches Symbol in der Stadt verbreiten, um meine Macht zu erhöhen. Und sämtliche Gegenwehr ausschalten. Oder, lass mich ausreden, wir könnten doch jemandem einen Streich spielen. Wie wäre das? Wenn du willst. Okay, demokratische Abstimmung. Streich spielen... oder Schutz ausschalten. Ich sag Streich spielen. Ich bin für Streich. Ich sag das andere. Okay. Robert? Ja, doch, lassen wir es den Streich. Okay. Ein Streich, was machen wir denn? Oh, ein Pupskissen! Setz dich hin. Moment, das war ich nicht. Oh, natürlich nicht. Aber sicher doch, furzender Ferdinand.
hasse euch! Was niemand wusste, Ferdinand hatte einen Reizdarm und war schon immer sehr unsicher, was unbewusstes Furzen anging. Da ihm bewusst war, dass er der Schande seines neuen Spitznamens nie entkommen würde, packte er seine 7 Sachen und verließ Prachthof für immer, um ein neues Leben zu beginnen. Er wurde vermutlich von Kobolden gefressen. Oder sowas. Mist. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Zum Abschluss musst du für mich diese nervigen Liebenden finden, die sich immer neue lächerliche Kosenamen geben und sie abmurksen! Okay, das ist eine Idee. Aber könnten wir nicht stattdessen ein Betreten des Rasens Verbotenschild ignorieren? Ja? Ja? Echt jetzt? Mir egal, Mann. Also ich bin für diese ekligen Liebenden. Ich bin für den Rasen. Rasen ist bäh. Ich bin auch für den Rasen. Ist er auch parat? Ja, ich bin bei Bloody. Ja, jetzt was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Problem. Wir hauen uns aufs Maul und wer zuerst steht, hat gewonnen. Na gut, dann gebe ich mich jetzt geschlagen und sag Rasen. So. Yippie. Ich gebe einfach nach, ist doch okay. Der Klügere gibt nach. Da, ja, hier ist das Schild. Keep off the grass. La 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 la. La 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 la. Das Rasen ist verboten. Egal. Schnauze, du Arschloch. Brau. Oh, na gut. Ich wollte doch nur, dass eine Person meine Autorität anerkennt. Nein. Aber ich kann nicht mal ein Stück Rasen beschützen. Das ist der falsche Job für mich. Oh je. Och, das ist der falsche Job für mich. Ich schätze, du hast prinzipiell etwas Böses getan. Selbst wenn es nicht so böse war. Aber es zählt trotzdem. Irgendwie. Aber der Wachmann hat sein Leben überdacht und die Stadtwache verlassen. Schließlich starb er bei einem tödlichen Unfall mit Schwertern, weil er Jongleur geworden war mit Schwertern. Oh, der arme Kerl. Nun, du hast mich enttäuscht, aber du hast versucht, böse zu sein, also kannst du meine dämonische Persönlichkeit aufnehmen. Komm zu mir zurück, damit wir das Tor öffnen können. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Mann, ich glaube, dass wir jetzt mit den gar nicht so bösen Sachen schlimmere Sachen verursacht haben, als wenn wir die, bösen Sachen gemacht hätten, die offensichtlich böse geklungen haben. Ich weiß nicht. Aber lieben der Abmurksen? Ja, okay, gut. Da wären auf jeden Fall auch welche gestorben, ja. Jongleur war halt nicht sein Job. Ja, stimmt. Augen auf bei der Berufswahl. Dann mal los. Öffne deine Herzseele der Finsternis. Mach ich. Diktav, Ma Nagitomia, die Sparte Garginos. Das ist immer... Wow! Oh, wow! Okay, das fühlt sich mal ganz anders an. Nee. Oha. Das fühlt sich schrecklich an, Kuppel. Reiß dich zusammen! Okay, wehre dich im Tor. Ja? Da wegen wir ein. Oh. Na los! Was soll ich mir ansehen? Oh! Diese unausstehlichen Möchtegern-Magier müssen eine Art Geheimgang errichten haben. Nur Idioten finden Geheimgänge cool. Ich finde Geheimgänge cool. Oh, mein Fehler! Mir war nicht bewusst, dass du auch ein Idiot bist. Schnauze! Geheimgänge haben gerne mal geheime Schalter. Es muss einer in der Nähe versteckt sein. Einschalten. Okay. Du stehst direkt daneben. Oh. So, ist aber irgendwie cool. Verdammt! Akolytin Mabel! Deine Aussprache ist schrecklich! Sofort aufhören!
Wer wagt es, unsere finsteren Machenschaften zu stören? Ich. Keine Sorge, ich mach schon. Ich bin der Schreckensgott Zygaxis. Gebt meinem körperlichen Gefäß hier das schattengeborene Grimoire. Oder ich werde die Mächte der tiefen Finsternis ohne jegliches Licht herbeirufen, um eure unwürdigen Körper auszuweiten. Fordert mich nicht heraus! Das ist eine Art Wirbelwind. Nein. Das werde ich nicht tun. Was? Zum einen glaube ich dir nicht. Zum anderen, hat hier schon mal jemand von Zygaxis gehört? Ich schon. Ja, ich auch. Zu den Waffen, Akolyten! Nun gut, ihr habt euer Schicksal besiegelt. Ihr wolltet die Mächte der tiefen Finsternis ohne jegliches Licht herbeirufen. Was war das? Wo kommt das her? Ja, was ist los? Aua, ich bin gestorben. Und das frech. Ich bin nicht mehr gestorben. Nice. Ich bin wieder gestorben. Ja, ich wollte gerade. Ich versuch mal. Ah, da? Irgendjemand ist schon da. Ja. Mein Gott. Achso, ich dachte, wir sind schon fertig, weil er sagte, gut gemacht. Oh, das ist der Endgegner. Ha! Der König der Untoten. Ach, nicht mehr lang. Achso. Da. Mhm. Ja! Nun, sprich meinen wahren Namen aus dem Buch. Beetlejuice. Steht auf Seite 667. So nah an der besten Seite im Buch. Dein wahrer Name ist Yggdrasilgrog? Das bin ich, Baby! Ich spüre, wie meine Macht zurückkehrt. Sehen wir uns diese traurigen Bastarde in den Käfigen an, um einen passenden Wirtskörper für mein unheiliges Selbst zu finden. Okay. Sein unheiliges Selbst. Guten Tag. Außer du hast Schändliches vor. Kann ja immer sein. Kann sein. Nee, du bist nicht der Richtige. Was ist denn mit ihr hier? Wie geht's dir denn? Ich dachte, sie würden mich opfern. Bist du hier, um mich zu befreien? Nee. Vielleicht. Aber zuerst sprich mir nach. Yggdrasilgrog, Nestat, Interidum, Monoka. Okay, sicher. Yggdrasilgrog, Nestat, Interidum, Monoka. Perfektion. Jetzt muss ich nur... Moment. Aha, dieses Weib ist schon besessen. Oh! Jixaden, bist du das? Zygaxis, ich dachte schon, deinen typischen Arzt- und Rosenduft gerochen zu haben. Oh Mann, tut mir leid. Hätte fast versucht, deinen Wirtskörper zu übernehmen. Wir sollten uns endlich mal wieder in Ruhe unterhalten. Ja, treffen wir uns beim nächsten Erntemond im düsteren Schlummer der Geister. Klingt gut. Okay. Gut. Die war es dann schon mal nicht. Doof. Die war schon besetzt. Nee, der sieht mir zu stark aus. Der haut uns auf die Mütze. Vielleicht doch den hier? Du hast uns gerettet. Ich bin Wennig. Und diese irren Möchtegern-Beschwörer wollten mich und die anderen hier drin opfern. Wir schulden dir alles. Hm? Ja. Nun sprich mir nach. Yggdrasilgrog. Nestat Interidum Monoka! Oh, okay. Ich sag mal Grog Nest Interim Monokel. Warte. Nicht cool, glaube ich. Schnauze! Ich hätte das auch nicht so einfach nachsprechen können, ganz ehrlich. Ich hätte mich, glaube ich, direkt beim ersten Wort schon versprochen. Ich hätte es so gemacht wie der eben. Ja, in etwa. Hey, willst du mich befreien oder was? Klar. Kommt drauf an. Sprich mir nach. Yggdrasilgrog, Nestat Interidum Monoka. Sicher. Yggdrasilgrog, Nestat. Moment mal.
Willst du von mir Besitz ergreifen oder sowas? Oh oh. Ja, auf jeden Fall. Genau genommen klingt das spannend. Ich bin dabei. Was? Ich sah voll Grog Nestat Interidum Monokar. Also, Avaxin, bist du bereit, meine Essenz in dich aufzunehmen? Absolut, Kumpel. Komm rein. Okay. Wunderbar. Mit den Füßen. Nun. Geht's dir gut? Als dein demütiger Diener kann ich es kaum erwarten, was für Dinge wir zusammen tun werden. Braver Junge! Leb wohl! Wir sehen uns bestimmt wieder! Irgendwann. Ah ja. Ja, jetzt haben wir ja wohl auch was bei dem Gut, oder? Was ist schon ein wenig mehr Finsternis in meinem alten Herzen? Ja, genau. Ja, cool. Hätten wir das auch geschafft. Dann können wir weiter. So, schön, dass wir jetzt hier auf der Oberwelt sind. Wir hatten nämlich gerade... Nein, Jan hatte gerade die grandiose Idee. Ich glaube, es war Jan. Nee, es war Robert. Ach so, oh Mann, Entschuldigung. Robert hatte die grandiose Idee, dass wir die Lager ja auch einfach erledigen können, während wir uns zum K.O.T.Z.-Ding da begeben. Und ich finde das sehr smart. Ich finde, das sollten wir tun. K.O.T.Z. K.O.T.Z. Kampf beginnt! Bereit für Abenteuer? Achtung, Fass! Katsching! Ich habe Hey! Wo ist er denn hingeflogen? Über die ganze Map? Sehr gut! Mehr Sens, Mutter! Ach, ich weiß auch nicht. Bumm! Bumm! Hey, das ist mein Wort, ja? Halte mir einen Platz auf der anderen Seite frei! Herr Kultist, ja, jetzt hier nicht übermütig werden. Was, wer, du? Ja, auch. Ja, ja, okay. Schade, das hätte ich gerne gehört, was er noch zu sagen hat, aber gut. Ah, da oben. Da unten. Geh weg. Hä? Also, jetzt bleib doch mal stehen hier, du Briganten, du. Also. Das ist aber frech hier. Oder so. Das war nicht so frech. Hübscher Loot. Ja. Das war ja einfach. Oh, nice. Das Fällchen ist aus. Ja, ich weiß. Das heißt halt, dass wir das gemacht haben. Irgendwie hatte ich jetzt damit gerechnet, dass ja, da noch mehrere Kämpfe kommen. Ist eh der richtige Weg. Dann können wir das Lager ja hier mitnehmen, ne? Mhm. Zack. Auf! Wo sind die bösen Buben? Da. Zum Atem. Zeit, die Geister zu begrüßen. Genau. Dunkelheit fliegt vor dem Licht. Ja, ja. Da. Will sich verstecken. Frech. Hui. Oh, der ist aber ein bisschen hartnäckiger hier. Der Hexendoktor. Ach, ich wollte gerade sagen, was macht denn der Zygaxis hier? Aber der ist ein Racker. Das ist ein Gegner gewesen. Autsch. Das ist ja frech. Bin down. Bin wieder da. Okay. Kaputt. Das ging jetzt irgendwie schnell. Gut. Was wir erledigt haben, haben wir erledigt, ne? Mächte des Bösen haben keine Chance gegen dich. Das hast du gut erkannt. Eins habe ich hier oben noch gesehen. Ah ja. Das ist aber praktisch jetzt. Oh, perfekt. Genau das Letzte, was wir noch brauchen. Eis abgebrochen. Nein, verpiesel dich. Sehr gut, danke schön. Er ist da. Druff. Was ist das? Hey, ach, da oben. Nee, mein Freund, das haben wir nicht gewettet. Haben wir nicht? Nee.
im Leben nicht. Das ist besser, als du es verdienst. Moment, wir haben gewettet. Oh. Ah, von da oben kommen auch noch welche irgendwo. Oh, guck mal, was ist denn hier? Ein Bogenschütze. Verpieseln Sie sich bitte. Oh, hier unten kommen auch noch welche. Hey. Der schießt zurück, der ist frech zu mir. Die Gegner dreisten sich, bei dir zurückzuschießen? Ja. Okay, aber nicht lange, habe ich gerade festgestellt. Genau, du bist schlecht im Kämpfen. Ja, hab ich sicher, da habt auch ein. Ja. Hey, ich meinte gar nicht dich, sondern die Gegner, aber wenn du dir den Schuh anziehen möchtest, finde ich das auch völlig fein. Hey, sag mal! Junge! Jetzt etwas leben und später viel ernten. Ja. Oder ging daneben. Aha! So. Ja, nice. Das war da mal ein bombastischer Abgang. Ja. Fand ich jetzt gut. Oh. Und bumm. Okay, nice. Dann hätten wir den letzten auch geschafft. Da freut sich der Mike bestimmt. Ja, klar. Großartig. Unsere Feinde wurden zerschlagen. Sie greifen Prachthof so schnell nicht wieder an. Richtig so. Mein Praktikant wartet am Waldrand mit einer Belohnung auf dich. Wenn er denn noch lebt. Ah ja. Nee, jetzt gehen wir erstmal zum Kopfberg. Zu K.O.T.T. Dann suchen wir mal die Freiheitskämpfer. Ja. Eine coole Gegend für coole Dudes. Okay, ja. Nice. K.O.T.T. Hier ist das Lager. Hallo. Bist du gekommen, um dich der gerechten Sache anzuschließen? Weiß nicht. Das stimmt. Wir sind die Freiheitskämpfer von Kobolde opponieren tyrannische Züchtigung. Ach so. Ich bin echt froh, dass du aufgetaucht bist, weil alleine kann ich mich nicht mal aus einer feuchten Papiertüte kämpfen. Ich bin dabei, Kleine. Aber nur mal so. Gibt es vielleicht auch eine Belohnung? Oh, du wirst Lohn erhalten. Aber zuerst müssen wir die Ketten der Unterdrückung zerreißen. Kämpfe für die glorreiche Freiheit der Kobolde und weise den tyrannischen Drachengott Volkana in die Schranken. Drachengott. Also sowas habe ich noch nie zu Tod geschickt. Ja. Keine Bange. Ich bin mir fast ziemlich irgendwie sicher, dass es ein falscher Gott ist. Jetzt komm schon. Es ist Zeit, meine Koboldbrüder und Schwestern zu befreien. Jawohl. Die wenigen Tapferen, die Freiheit gefordert hatten, wurden von Volkana vom Berg verbannt. Was? Er ist ein grausamer Herr, der einmal pro Woche von unserem Volk Tribut verlangt. Mhm. Ist er mit den Gaben unzufrieden, setzt es harte Bestrafung. Wir müssen das ein für alle Mal beenden. Sollen wir uns vielleicht erstmal hier um die Drachen kümmern? Klar, Nasenring. Wieso nicht? Es ist ein Ehrenabzeichen, das die volle Mitgliedschaft bei KOPZ repräsentiert. Die Führung zweifelt an meinen Fähigkeiten, aber denen werde ich es schon zeigen. Komm jetzt, der Eingang ist nicht weit weg. Ja, komm jetzt, sagte. Oh, noch einer? Fliegt der einfach weg? Ich glaub's nicht. Der hier nicht. Und noch einer, na klar. Da oben sind noch zwei Stück am Himmel. Oh. Die habe ich nicht gesehen. Ja, die erwischen wir dann gleich schon, nicht wahr? Oh, was ist denn hier? Leucht. Sieht hübsch aus. Mach ich. Verflixt! Der Eingang wurde versiegelt. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Feierabend? Oder so? Gehen? Gut, geht das denn? Um. Klappt nicht. Oh. Eine undurchdringbare Barriere. Ich für die Kobolde. Naja, wir haben es versucht. Komm schon, Valentine, das kriegen wir raus. Das ist nur so eine Art Rätsel. Ach so. Dingo, Freddy Leinchen. Aber wir haben schon drauf geschossen. Und was Schweres draufgehauen.
Mehr fällt mir nicht ein. Ist hier Magie im Spiel? Und wie? Die Mysterien der scheinbar undurchdringbaren Barriere wurden euch offenbart. Ne. Wir folgen halt den Leylinien. Ich, bleibe hier und behalte die Barriere im Auge. Ja, gut. Ja, bleib hier. Ich mach das. Oh, und alle Kobolde, die für Vorkanner arbeiten, dürfen getrost getötet werden. Sie sind Verräter aller Kobolde und haben genau das verdient, was sie kriegen. Ihr seht ein riesiges Schickimick. Was auch immer du gerade gemacht hast, die Barriere ist schwächer. Mach das nochmal! Sterben soll ich nochmal machen? Diese Maschine wird kompliziert für Koboldwerk. Also, das tut echt weh. Selbstbestimmt. Aber ja, es muss das Werk des schändlichen Trollorakels sein, das dem schändlichen Vorkanner mit schändlicher Magie dient, um schändliche Maschinen zu bauen. Wie schändlich? Welche schändliche Wortwahl? Also wirklich. So, Ruhe da oben. Hier ist Heilung. Verbrauch. Ganz viel. Jan, auch ganz viel. Ja, ist auch ja, ja, alles easy. Aber nee, sind noch nicht alle Gegner down. Jetzt aber, ne? Jawohl. Ich glaube, ihr habt alle, ja. Ich glaube auch. Vor euch steht noch ein magisches Gedöns. Ab damit nach Schmetterlingen. Schmetterlingen? Okay, ja. Ich habe es gemerkt, als ich es gesagt habe. Ein magisches Gedingsgedöns, das gefällt mir. Das hätte gerade von mir sein können. Oh, hier ist aber viel los. Oder? Kommt mir das so vor? Bin mir gerade nicht sicher. Nein, das kommt mir so vor. Ach, wundergut. Ui, oh, der ist aber schön geflogen. Oh. Achso, das ist Bobby. Ups. Ach, bitte. So leicht kann man mich nicht aufhalten. Naja. Du kannst nicht entkommen. Oh. Da war da einer direkt hinter mir. Frech. Was? Jawohl, genau. Oh, guck mal, da kommt noch einer. Ein Kriegstroll. Hey, lass mich in Ruhe. So. Der ist aber schön, dass mir so gefallen ist. Ja, nicht? Ah, und da oben müssen wir hin. Guck mal, hier ist doch eine Leiter. Mal hinterher. Soll die uns irgendwo hinleiten? Ah, ich glaube. Komm! Die Barriere ist unten! Das ist unsere Chance! Komm wieder her! Nö, mach ich in der nächsten Folge. Edgebatch! Ja! Nee. Doch, also dann, vielen Dank fürs Dabeisein. Dann los. Passiert wirklich. Nein, tut's nicht, hab ich doch gerade gesagt. Zeit, meine Nasenringe zu verdienen. Hör doch zu, Mann. Wir sind später wieder da. Ein bisschen strecken. Ja, gut, haben wir es jetzt alle? Hat jetzt jeder Begleiter mal seinen Senf dazu abgegeben? Okay, cool, dann auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.